Die Dynamo-Fans immer noch in Feierlaune hoffen auf das 8. ungeschlagene Auswärtsspiel in Folge. Dresden hat in der 23. Minute die Doppelchance zur Führung. Erst scheitert Hauptmann an Batz, Sekunden später Arslan am Saarbrücker Torwart. In der 28. Minute flankt Rabihic, Adriano Grimaldi köpft unbedrängt zum 1:0 ein. Wie schon am Sonntag in Zwickau, als Grimaldi doppelt traf, nun sein 9. Saisontreffer. Rabihic mit der Vorbereitung, Grimaldi in seiner Spezialdisziplin, Kopfballtore. In der 45. Minute kommt Saarbrücken wieder über die rechte Seite. Neudecker schiebt am langen Pfosten zum 2:0 ein, der Bayer mit seinem 5. Saisontor. Der Pass von Böder perfekt, Knipping und Lewald rechnen nicht mit dem durchsprintenden Neudecker. Die beste Dresdner Chance in der 2. Hälfte hat Max Kulke, doch auch er scheitert an Batz. Dynamo bemüht, insgesamt jedoch fehlt die Präzision. In der 93. Minute sieht Niklas Hauptmann gelb-rot wegen absichtlichem Handspiel. Er fehlt gegen Mannheim genauso wie Trainer Markus Anfang nach dessen 4. gelber Karte. Durch den 2:0-Sieg zieht Saarbrücken in der Tabelle an Dynamo Dresden vorbei, steht nun auf dem Relegationsplatz.